fáciles que he vivido. Si de mujeres nunca se sabe. Also ihm komme das komisch vor, mit welcher Ruhe die da in die Nebenfahrtstraße bögen. Er meine, sehen so die Menschen aus, die bald von der Bildfläche verschwunden sein werden? Es wird immer übertrieben. Damals bei Tschernobyl zum Beispiel hat man sich auch weiß Gott was vorgestellt und dann ist nichts passiert. Ja, was heißt hier nichts passiert? Das weiß man doch noch gar nicht. Na wunderbar, dann fangen wir von vorne an. Ja, das habe ich doch immer so gut können. Eine Sache von Anfang an erzählt, das lag mir richtig gehen. Obwohl, wenn sie es sich so recht überlegte, hätte ich eigentlich nie recht gewusst, wo anfangen. Ich hätte immer nur gewusst, wo aufhören, wo ich hinsteuern wollte und dorthin wolle sie nicht. Das könne sie mir erzählen. Diesen Ort kenne sie nämlich schon. Aber ich täuschte mich. Zu denen gehöre er nicht. Nein, das und nichts anderes habe er äußern wollen. Und dass er es super wichtig finde, dass Menschen wie ich jetzt endlich mal den Mund aufmachen. Na, das geschehe ohne ihn viel zu sehr. Mein Misstrauen, dass Sie schon eine ganze Weile beobachten habe können und dass Sie nicht mehr länger beobachten wolle, weil es ihr immer weniger gefallen. Ein Misstrauen, das vor nichts Halt machte, vor nichts und niemand. Nicht einmal vor meinem eigenen Kind. Sicher, sein Kind als tickende Zeitbombe zu betrachten, das würde heute vielen Eltern einfallen. Kind, till ich hab so recht.